Bitte begrüßt mit mir das Ensemble Unica. Der Leiter und Gründer ist Michael Bosch an der Flöte und unterrichtet in der Universität Konservatorium Wien Flöten und leitet dort die Abteilung Alte Musik und ist auf allen wesentlichen Bühnen und Festivals der alten Musik unterwegs seit 20 Jahren. Vielen Dank. Da bist du mit deinen Kollegen, der Thomas Wimmer ist den Saiten und Streichinstrumenten auch unterrichtend und auf allen Bühnen der alten Musik unterwegs, hat ein eigenes Ensemble. Und last but not least, Wolfgang Reithofer, der mit mir das Konzept entwickelt, also musikalische, kongenialer Partner für mich, um das zu realisieren, was wir hier heute machen. Also, Florenz, 1350 circa, viel Vergnügen. Aber wenn wir
auf eine Abenteuerreise miteinander gehen und ich euch begleite und beschütze und an der Hand nehme, dann wäre es mir recht, wenn wir uns duzen. Ich bin der Tobias und so wie auf einer Bergwanderung, auf einer Expedition. Ich habe als Kind schon gerne, so ins, wenn man sagt, ins Nahenkastel geschaut. Ich war Spezialist im Tagträumen. Und übrigens, ich musste das Volksschüler schon zum Schulpsychologen. Also, wenn es dann doch zu unheimlich ist, kann er jederzeit gehen. Es ist, die Türen nach oben sind immer offen. Da war ich gerade am Ende meiner allgemeinen medizinischen Fortbildung in Frankfurt und er hat mir zugeflüstert, bleib bei dir, mach dein Ding. Das ist kein Zufall, das ist genau auf Herzhöhe. Spür auf dein Herz, mach deine Sache. Und so habe ich mich dann entschieden, Alternativmediziner zu werden, weil das war mein Ding und im Sinn von Hypnose. So und jetzt, nach 5 Jahren Privatpraxis und über 1000 Patienten, die mir hier ihr Vertrauen geschenkt haben, stehe ich heute hier und darf der sein, der ich bin. Vielen Dank. Stichwort ist Aikido. Im Aikido, das ist eine japanische Art der Selbstverteidigung, die nicht auf Angriff passiert, sondern auf reine Selbstverteidigung. Da geht es darum, sich zu schützen und den Angreifer nicht zu töten, sondern ihm klar zu machen, dass er besser Frieden macht. Und was da sehr wichtig ist, die innere Haltung. Ich möchte euch bitten, diese innere Haltung hier insofern einzunehmen, euch immer wieder daran zu erinnern, das werde ich auch immer wieder anleiten in der Trance, wenn ich sage, vertikale Achse. Damit meine ich, dass ihr euch einen guten Halt verschafft, mit den Füßen am Boden und dass ihr spürt, dass ihr gut sitzt auf dem Stuhl, dass ihr spürt am Ende der Wirbelsäule, da gibt es ein Kraftzentrum, mit dem bist du gut geerdet, wie ein Baum verwurzelt. Und da gibt es ein Zentrum im Bauch, das Bauchzentrum und das Herzzentrum und den Hals und den Kopf, dass du so innerlich aufgerichtet bist. Vertikale Achse. Und dass du mit diesen Zentren reinspürst, und das ist sehr wichtig für Folgendes. Wenn du etwas schaffen möchtest, dann brauchst du 3 Voraussetzungen. Das eine ist hier im Kopf der Wille. Also du sagst, ich will dieses Ziel erreichen. Ich habe vor, eine Prüfung zu schaffen, ich will gesund werden, ich will etwas tun. Da braucht es das hier. Ich will und ich übernehme Verantwortung. Und zweitens braucht es im Bauch dieses Gefühl, ich kann es. Ich habe die Fähigkeit. Und drittens im Herz diese Gewissheit, ich darf es. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich bin gut genug. Und das möchte ich immer wieder erinnern, in diesen 2 Stunden, diese vertikale Achse, ich kann, ich darf. Ich will. Wir beginnen die Reise im Mittelalter. Der eine oder andere von euch hat Boccaccio gelesen, Decamerone, Florenz, 1350, Bestzeit, und eine Gruppe von Leuten beschließt, der Best zu entfliehen, sie gehen aufs Land, und so wie wir hier finden sie sich zusammen, um auf Reisen zu gehen, sie erzählen sich Geschichten. Und sie erzählen sich die Geschichten, die heilsam sind und die alten Zeiten führen in die Zukunft. Und es gelingt zu überleben und die Musik, die wir jetzt am Beginn spielen werden, ist aus dieser Zeit. Florenz, 1350. Ihr werdet gleich ein Konzert erleben. Wir beginnen diesen Abend und enden ihn mit einem Konzertteil, wo meine Freunde von Ensemble Unicorn spielen. Und das geht über dann in eine Trance, in eine lange, und dann in eine Zeit, wo es eher ruhig ist, wo ich spreche, und dann gibt es wieder eine lange Trance und dann endet es mit einem Konzertteil.